Hey ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres sehr spannenden, wie ich finde, Videos zum Thema Heilungswege bei Karies, gesunde Kinderzähne, wie geht sowas? Und wir wünschen euch auch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Und wir haben halt mit den Zähnen, muss ich mal sagen, wir haben da einfach nur, dass wir jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen, was ist jetzt, wenn tatsächlich was gemacht werden soll, dass wir das noch mal ein bisschen mit abdecken. Wir sind ja sehr indoktriniert in diese Angst und Hilfe und das muss gleich gemacht werden Mentalität. Sonst, also da kann ich jetzt aus meiner Erfahrung mittlerweile auch, ich unterhalte mich ja, weil ich das Thema einfach interessant finde, auch mit vielen Mamas drüber. Viele fragen mich auch beim Coaching manchmal, wie, was kann ich da machen, weil ich ja auch Videos dazu mache und das geht dir sicher ja genauso. Du hast ja auch viele. Und es ist nicht immer so, dass ein Milchzahn, der kaputt ist, dann das weitergibt an den nächsten Zahn. Ganz im Nein. Gegenteil, also da erstmal ein bisschen Druck raus, ne? Und auch, dass man halt sagt, ein Milchzahn, weil das wurde uns ja abgewöhnt, ja? Ein Milchzahn, früher hat man so gesagt, ach, die Milchzähne, ja? Also ganz so lax würde ich es auch nicht sehen, klar. Aber dass man wieder so eine Balance findet zwischen, ach, das kann ja alles vergammeln und verschimmeln, ist kein Problem, wir gucken weg, ja? Und zwischen dieser Panik, also wenn ich jetzt hier nicht alles überkronen lasse, dann kriegt mein Kind mal überhaupt keine neuen Zähne oder so, ne? Also was würdest du da noch für Tipps geben, wenn jetzt da ist was da und der Arzt rät jetzt, mach das, was würdest du da jetzt in der Situation noch sagen? Wie würdest du damit Wie umgehen? gesagt, ich gucke da immer hin und das ist ganz kurz und knapp. Tut es Ja, weh, tut es nicht weh? genau. Wie geht es mit dem Kind? Wenn es nicht weh tut, würde ich auch nichts tun. Ich würde aufs Thema hingucken. Gut, Karies ja. ist immer Schutzthema, das heißt, die Schutzschicht ist angegriffen. Dann würde ich gucken, okay, welches Organ ist vielleicht noch für den Zahn? Weil das Organ sagt mir auch viel. Zum Beispiel ist es der Zahn der Lunge, dann weiß ich, okay, Freiheit und Angst. Da ist irgendwas passiert, ja, also Freiheit und Angst. Oder würde dann wirklich auch mal gucken, okay, wo hat das Kind vom Schutz her vielleicht zu viel Schutz, zu wenig Schutz? Also wo ist es nicht im Gleichgewicht? Wo ist es nicht im Gleichgewicht der Angst? Denn was mir schon auffällt, das ist bei den ersten Zähnen, bei den Milchzähnen, da schaffen die Mama das noch cool hinzuschauen, aber wenn der zweite Zahn kommt, dann schaffen die das nicht mehr so cool hinzuschauen. Ja? Na, wenn der Zahnwechsel ist und da kommt sofort Karies, weil das ist ja ein bleibender Zahn, Anführungszeichen. Ne? Ja, 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 Und ja. das zeigt mir dann oft, okay, wenn es jetzt hinten der Backenzahn, der Siemer ist, dass ich dann kommt, geht der Milchzahn weg und der zweite Zahn kommt. Man hat sich nicht ums Thema gekümmert und der ist wieder anfällig. Aber das Thema bleibt, ne? Genau. Also das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Antwort, finde ich. Wirklich pragmatisch rangehen und zu sagen, hey, wenn das Ganze nicht wehtut, dann schauen wir erstmal auf unsere Ernährung. Wir nehmen erstmal alles raus, wo wir ein bisschen lax waren, wo wir unser Kind vielleicht auch damit ein bisschen immer getröstet und manipuliert oder sonst was damit gemacht haben, was uns halt auch selber günstig kam als Eltern. So, dann gibt es halt ein Eis und dann, ne, dass man da dann wieder ein bisschen strenger wird und sagt, okay, ich kann mein Kind nicht mit Süßigkeiten erziehen oder begleiten oder ja. Dann muss es andere Wege geben, auch mal selber was machen, was ja dann auch weniger Zusatzstoffe hat. Und dass man dann halt auch sagt, okay, ich gucke da auf das Thema, entweder ich kriege das allein hin oder ich hole mir Hilfe, wie von dir zum Beispiel. Oder wenn ihr irgendwie in eurer Gegend irgendwelche Heilpraktiker kennt, die, na, also einfach mal gucken. Du machst ja sicher auch Zoom-Calls. Das, also zumindest, wenn man wissen will, oh, das ist jetzt der Zahn, dann könntest du ja auch was dazu sagen, ne? Und dass man dich dann einfach kontaktiert oder eben, wo es halt fließt und wo man spürt, also ich würde dich auf jeden Fall kontaktieren und wo man halt weiß, da ist irgendwie, da muss ich nicht erst 3 Jahre erklären, dass ich jetzt nicht sofort da mit dem Bohrer rangehe, ja, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, auch diese Interventionen sind ja Dinge, die wir dann in unserem Feld mit uns rumtragen. Alles, was mit uns gemacht worden ist, wenn du da noch mal kurz was dazu sagen möchtest. Du meinst praktisch die energetische
Sicht. Also in der energetischen Sicht ist es schon so, wenn es um Zähne geht, dass ich mega viel Seminare besucht habe, schon vor 30 Jahren, auch die russische Sicht angeschaut habe, mir angehört habe. Und trotz alledem sagen sie alle was anders. Ne? Und da ist es schon ganz schlau, sich mal so auseinanderzusetzen, wenn ich nicht mental hinschauen kann, dass ich dann sage, okay, ich hole mir jetzt mal alle Infos, was passt wirklich zu diesem Leben, also zu dem Kindesleben, was ich immer zwecks Karies dazu sage, ich meine, du machst ganz viel hochsensible Arbeit. Zahnfleisch und Karies ist immer Nährboden. Wenn jemand sensibel ist, dann ist er hier auch sensibel. Dann Ganz ist er in genau, diesen Themen auch sensibel, ja? Also ich, ja. es ist wirklich wichtig, das Kind anzuschauen, zu sagen, okay, wer ist denn mein Kind? Ist es, wenn es hochsensibel ist, nimmt es wahnsinnig viel auf. Ja. Das heißt, wenn es wahnsinnig viel aufnimmt und dann haben wir ein Nährbodenthema, also ich meine jetzt mal nicht die Ernährung, was natürlich auch Nährboden Ja, ist, ja. aber ist denn der Nährboden das Leben meines Kindes genährt? Ist Ja. es für Kind nährend. Ja, Ja? ja. Und kann ich gucken, ist es im Schutzthema sowie im Ernährungsthema im Punkto Leben, also Leben, Ja. wirklich genährt? Und da kann ich mir wirklich viel auch aus dem Netz holen. Also Ja. ich gebe sogar in meinen Seminaren weiter, okay, ich habe hier zwei Regale voller Bücher, ich habe ganz viele Seminare vorzuweisen, ich habe die mediale Sicht und sehe, okay, das passt jetzt überhaupt zu gar keinem Buch, okay, gucken wir, dann sagt die Mama, ja, das stimmt, ja, also, aber auch wenn ich das nicht habe, habe ich ganz, ganz viele Möglichkeiten im Ja, Netz, ja. mich schlau zu machen, was schreiben die denn da? Und wenn das für mich jetzt nicht passt, was die schreiben, dann gucke ich Genau. weiter. Es gibt ja so Und viel Verschiedenes. genauso ja auch beim Zahnarzt, wenn der jetzt sagen will, ich mache da jetzt irgendeine Füllung rein, ne? Genau, dann kann man auch gucken, passt das jetzt? Möchte das mein Kind? Weil du hast ja auch das Hochsensible angesprochen und wir haben immer mehr Kinder, die eben nicht mehr so unterdrückt werden können wie früher, die einfach nicht mehr so kooperieren. Und wenn ich die dann einfach in die Vollnarkose lege und das trotzdem mache, dann kann es gerade bei Milchzähnen auch sein, wenn das Kind das nicht annimmt, dass es auch wieder rausfällt, diese Genau. ganzen Kronen. Und dass wir wirklich hingucken, wenn ich mit Zahnarzt rangehe, dass wir da auch wirklich sehr bewusst rangehen und langsam, mit Geduld und liebevoll und dass wir da auch zur Not 10-mal hingehen, bevor da irgendwas an Genau. Gerätschaft rausgeholt wird, ne? Genau. Und dass wir das mit beachten und dass wir halt auch gucken, okay, Karies Schutzthema, fühlt sich mein Kind auch auf diesem Weg, wenn ich es ihm helfen will, beschützt oder mache ich da gerade noch was kaputt, ne? Genau. Ja. Ich meine, wir reden jetzt da schon Sachen, wo ich weiß in meiner tagtäglichen Arbeit damit, dass wenn ich darauf hinweise, das macht die Eltern manchmal noch schwerer, weil sie ja das Wissen nicht haben, weil sie im Moment ja spüren, wie du so schön sagtest, auch eine gewisse Starre, weil sie zurückblicken, wie war der letzte Zahnarztbesuch? Ja, da war ich schon, ja, so, ich konnte nicht reagieren für mein Ja, Kind. ja. Das heißt, es ist auch schon ein bisschen ein Training für die Mama und für den Papa, da Ganz jetzt genau. nicht. Und es mag auch eine gewisse Zeit dauern, bis man zum Zahnarzt sagt, Moment, stopp, jetzt, was wollen Sie hier machen? Also nichts da. Ich habe dir ja von dem kurzen Besuch da mal erzählt, wo der Zahnarzt gesagt hat, nur weil der Valentin rumgeguckt hat, alles neu hier, ne, so klein und was ist das? Also mit Angstpatienten machen wir nichts. Der hat überhaupt nicht Angst. Der ist unsicher, was ist denn hier los? Was Ja, passiert denn jetzt? genau. Ja? Also, dass ich da sage, hey, langsam, junger Arzt, ne? Also, oder Alter, ganz egal. Ja. Jetzt gehen wir mal hier, haben Sie Erfahrung mit Kindern oder nicht oder was? Also, dass ich mir auch das einfach erlaube als Mama zu sagen, hey, das ist Ja. jetzt unsicher. Wenn du das Genau. nicht erkennen kannst, dann frage mich und gib hier nicht einfach wuff, eine Aussage, Ja. mein Kind hätte Angst. Das Und ist jetzt zum ersten Mal und man das muss darf auch sein. aufpassen, ne? Ja? Weil oft Und da schreiben merke wir, ich schon, viele Eltern berichten mir dann, oh, das war beim letzten Arztbesuch anders, da hat sich dann mein Kind vielleicht Anführungszeichen etwas traumatisiert gefühlt und so, ne?
Dann sage ich, ja, dann ist das jetzt passiert, da gucken wir hin, das schauen wir, dass wir das gut hinkriegen. Und wenn du jetzt bis zum nächsten Besuch noch nicht da bist, wo du bist, dann nimm dir jemanden mit. Nimm dir jemanden mit, dem du sagst, bitte reagier so und so, wenn das und das ist, wenn ich in einer Starre bin. Und kümmere dich in der Zeit, dass du, wenn es um dein Kind geht, aus dieser Starre rauskommst. Und ich habe dir ja gesagt, ich bin überzeugt, das ist in unserer Kindheit oft auch geprägt worden. Wenn wir jetzt Natürlich, unseren ja. Kindern vorleben, dass wir nicht in dieser Starre stehen, dass wir, Schule ist ja auch immer so ein Thema, ja, Kindergarten und so. Wenn wir da dastehen und sagen, nein, lieber Lehrer, lieber Arzt, du bringst mich jetzt nicht in die Starre, sondern ich bin jetzt für mein Kind da, dann wird sich das Kind das annehmen. Ja. Und somit gibt es eine neue Generation. Und Heilung, Heilung passiert vielleicht sogar in dem Moment für den Zahn, wegen dem ihr dahin gegangen seid. Und Und das das ist, heißt ja. nicht, dass ich in der Zeit, wo ich das mache, nicht zittern darf oder nicht aufgeregt sein darf. Ja, sehr gut, weil ich sage nämlich auch immer, auch gerne im Coaching, diese unangenehmen Dinge, so blöd wie es jetzt klingt, aber diese unangenehmen Situationen, durch die wir positiv durchgehen, das sind Wachstumsschmerzen, was wir dann empfinden und wir wachsen dann. Und das ist das, was euer Kind in dem Moment am meisten braucht. Bei eurem Kind, bei euch selbst, mit eurem Kind eventuell Hilfe einholen. Genau. Nachdem ihr alles, ich würde vorher immer erst alles abklopfen, immer erst Ja, mache ich auch. die Mineralstoffe abklopfen, dann die geistige Ebene, dann was ist gerade passiert drumherum. Schüttler Salze. Und Na, dann. Schüttler Salze, ist ein Mangel da? Braucht es vielleicht Kalium? Braucht es Magnesium? Jetzt wäre es mir beinahe nicht eingefallen. Dann gebe ich auch immer den Tipp, guck jemanden an, der gut Bioresonanz macht. Der findet Genau. das raus, ohne Pieksi-Pieksi oder so, Genau, ne? ja, und Guck das einfach mal sage ich auch um immer, dich genau. rum, macht bei dir irgendjemand Bioresonanz oder Haaranalyse, ist auch etwas, zack, kurz abschneiden, das Kind geht kein Drama durch. Ja. Ja? Also, wo ich einfach sage, okay, das sind auch Mittel, wo ich sagen kann, ich kann da jetzt erstmal hinnehmen. Wenn Dinge im Mund wehtun, ja, dann muss schon gehandelt werden. Das gefällt ja keinem, wenn was wehtut, wenn ich Fieber habe, wenn ich Schnupfen mache, mache ich auch. Aber auch hier mal die Globulis angucken, die Schüssler Salze angucken, und sich hier aufstellen. Und hier kann man sich auch aufstellen, bevor etwas da ist. Ja, Dann bin ich ganz dann nicht so wichtig, im ja. Druck. Ja, also Ja. dann bin ich dann nicht so im Zugzwang, wie du eben sagst, so Das in mache ich Sorge. auch gerne mal so, ne, dass man sich vorher mal überlegt, okay, wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn was wäre? Egal was. Wenn ich jetzt ins Krankenhaus müsste oder wenn ich jetzt zum hier hin müsste oder dahin müsste oder in die Kita oder in die Schule. Ganz egal. Wie würde es mir gehen? Was würde ich tun? Und dann ehrlich sein, okay, ich wäre super. Super scheiße aufgeregt, ja. Und dann einfach zu sagen, okay, das bin aber auch ich und diesen Teil erstmal anzunehmen und zu gucken, okay, was ist daran inneres Kind, was ist daran innere Frau vielleicht, so diese weiblichen Aspekte, die in uns nicht geheilt sind, wenn ich vielleicht jetzt im Notdienst nur einen männlichen Arzt dann bekomme oder Lehrer oder was auch immer oder hier oder da oder dort. Und Genau. dass wir halt wirklich genau hingucken, was machen wir? Weil es ist ja immer ein Problem, wird uns ja immer irgendwie gegeben, um daraus auch was zu lernen. Und wenn ich jetzt einerseits sage, okay, ich stecke den Kopf in den Sand und es ist überhaupt nicht da, dann wird es sicherlich auch nicht kleiner, ne? Aber wenn Genau. ich jetzt hingehe und sage, ich will jetzt das Problem sofort beseitigen, was in uns manchmal auch noch innere Kindteil ist, ich will es jetzt hinter mich kriegen, ich will es weghaben, und ich drückt das mit meinem Kind durch, komm, dann machen wir das schnell durch und schnell vorbei und dann ist schon alles gut. Nee, da würde ich euch raten, macht das nicht. Weil es ist nicht so schnell vorbei. Es, also, Genau, das bleibt genau. Das, also wenn wir jetzt das Thema Karies anschauen, weil wir das jetzt schon so oft hatten, wenn ich da jetzt hingucke, okay, ist ein Schutzthema, habe für mich vielleicht was rausbekommen, dass der Nährboden fürs Kind nicht passt, dass ich, das heißt dann, jetzt habe ich erstmal was erkannt. Das ist im Leben ein Veränderungsweg, ja, und der geht nicht einfach mal so. Und das heißt, wir brauchen dann schon Raum und Zeit, dass diese Karies stoppt oder was auch immer, ja. Und wenn ich jetzt so hingucke, dann kann ich mir auch immer wieder mal die Frage stellen,
Ja, also Aria, du sprichst ja jetzt schon, ne? Aber ich habe in mir Panik und ich möchte das nicht gestoppt haben. Ich will das weghaben. Dann sage ich immer, du zum Zahnarzt gehen und das wegrubbeln lassen und da eine Füllung drauf machen. Geht doch immer, oder? Absolut. Und das ist genau das. Das kann ich immer noch machen. Ne? Das ist auch genau wie mit dem Reiseleben zum Beispiel. Das kann ich doch erstmal versuchen und zurück kann ich ja immer gehen. Ne? Man kann ja erstmal das Neue versuchen und zurück kann man immer gehen. Oder Und was ich auch den alten festgestellt habe, Weg kann man immer gehen, wie ich gehe nun und das ein mal. bisschen Brücken geben. Also ich habe vor kurzem eine Mama und einen Papa da gehabt mit dem Kind. Und dann habe ich, ja, ich weiß, die hat dann gesagt, ja, ich weiß ja nicht, ob das größer wird, ob es schlimmer wird oder ob es stehen bleibt. Also ganz einfach. Eine schöne, lustige Situation her. Mama und Papa fotografieren sich jetzt den Mund und dann sagt man zum Kind, ah, guck mal, dann mache ich. Das ist so einfach. Das Handy, Taschenlampe an vom Handy und Mama fotografiert den Mund, macht's mal deine Zähne. So cool, ne? Und dann habe ich ein Bild, also wirklich mit Spaß und nicht mit Druck, ne? Oh, jetzt müssen wir das unbedingt abfotografieren. Dann habe ich ein Bild und dann weiß ich, Vergleich, wird es schlimmer oder wird es nicht schlimmer? Also ich kann mir schon Brücken bauen. Ich muss Absolut, nicht ja. gleich in die Panik geraten, ne? Also ich kann mir schon Brücken bauen, vor allem wenn es nicht wehtut. Ja. Ja. Und ja, ich finde das genauso auch dieser negative Beobachtungsfokus, der hilft nie, ne? Ja. Also so Ich gut, kann dass es verstehen, weil wenn es bei mir um Themen geht, dann bin ich auch erstmal ein bisschen ja. so, ja, und profitiere von meinem Wissen, wie gehe ich durch meine Lebensthemen durch. So kann ich das ganz gut verstehen, aber es ist schon wirklich die Haltung dazu. Ja, oder man kann man nicht auch, ist es nicht auch männlich und weiblich, die Seite auch bei den Zähnen, rechts ist männlich, links ist weiblich, dass man halt guckt, wenn man nur einen hat, dass man den anderen auf der anderen Seite mit beobachtet, um vielleicht irgendwie die Energie auch ein bisschen Also auszugleichen. da kann ich dir mitgeben, das ist mein Empfinden, dass das wirklich fast zu 99% immer stimmt. Für mich gehen die oberen Zähne, die Wurzeln gehen nach oben. Das ist zum einen die Verbindung zum Himmlischen, zum Ja, Göttlichen, ja. zum anderen in die Vergangenheit. Wenn Ja. hier bei den Zähnen unten was ist, die Wurzeln gehen auf die Erde. Das Sind heißt, wir geerdet, ne? ein jetziges Thema sein, Ja. ja, wenn Zähne da unten sind. Und dann ist ja jetzt hier spiegelverkehrt. Die rechte Seite ist meistens das Weibliche, das Männliche, jetzt sage ich selber Ja. schon durchs Spiegelverkehrt. Und links ist meistens das Weibliche, also rechts männlich, links weiblich. Warum sage ich meistens? Wir haben Rechtshänder, wir haben Linkshänder, es gibt umgepolte, ne, also. Ich sage das meistens. Also ich sage immer bei Erwachsenen, wo würdest du das Baby halten? Ah, gut. Wie schreibst du? Weil manche sind umgepolt, manche Kinder sind einfach auch links und nicht rechts. Ist einfach so. Und wo würdest du das Baby halten? Und wo halten wir? Wo wäre der Kopf? Was würde das bedeuten? Da ist die weibliche Seite, die Mama-Seite, die feminine Seite, das Also ich, Weibliche. also wenn ich bin ja Rechtshänderin, ne? Ganz stinknormal. So. Und ich würde aber links den Kopf hochhalten. Genau. Und das ist das Ungewöhnliche, weil du hältst ja hier die Schwere und normalerweise sagt man ja immer, die Schwere nimmst du mit rechts, wenn du Rechtshänder bist, ne? Okay, also was bedeutet das für mich jetzt in dem Fall? Weil ich habe jetzt einfach instinktiv gleich Links gesagt, ist wo würde ich machen? definitiv dann deine weibliche, feminine, weiche, emotionale Seite. Ja. Links. Und rechts ist dann die dominante, schützende, kraftvolle, Ja, männliche. okay. Ja, genau. Und da beim Kind ist es zum Beispiel schon auch so, wenn man jetzt eine Puppe hat und sagt, wo machst du die halten? Wenn du das Kind siehst, dass es oft rechts die Puppe hält, dann ist definitiv, und das ist seltener der Fall, rechts. Und deswegen finde ich das schon auch wichtig, weil darum sage ich meistens, ja, also dass man da hinguckt. Zum Beispiel sagt man jetzt auch, wenn die Zähne oben im Backenbereich sind und nach oben gehen und da fehlt irgendwas an Karies, dann ist es für mich immer Brücke okay,
Bei dem Kind, wenn ich jetzt rausgefunden habe, rechts ist so das Männliche, ist es auch das Väterliche. Ja. Und wenn es nach oben geht, könnte ich zum Beispiel gucken, okay, was ist im Schutzthema jetzt ähnlich, was früher mein Mann auch erlebt hat oder immer noch erlebt, was er jetzt vielleicht wiedergibt. Weißt du, wie ich meine? Also wenn ich jetzt ein Kind habe mit einem Mann und was meinem Mann passiert ist dann. Naja, du guckst ja rechts, wir gehen jetzt mal davon aus, vom Kind ist rechts das Männliche und links das Weibliche. Ja. Jetzt hat das Kind rechts oben beim Sima, also Backenzahn, irgendeinem Backenzahn, ein Thema, Karies. Ja, Ja. rechts. Dann geht ja die Wurzel nach oben In die und Vergangenheit. könnte es in die Vergangenheit ein Schutzthema sein von väterlicher Linie, was das Kind jetzt wieder erfährt. Okay, spannend. Ja, Wirklich ja. spannend. Wenn es unten ist, dann ist es ein erdiges Thema, was das Kind jetzt erfährt. Auf männliche, also das ist ja sehr spannend, weil für mich ist die männliche Seite auch immer die Schutzseite. Ja, also männlich ist für mich Schutz, Stopp. Ja. Und das brauchen wir Frauen wie die Männer, ne? Ja, Genau. ja. Und also nicht nur, aber halt auch. Und da ist es schon, finde ich, halt spannend hinzugucken, wie geht die Vaterlinie damit um. Ich gebe dir mal noch ein Beispiel von Valentin. Vom Valentin, jetzt muss ich gleich wieder spiegelverkehrt, der rechte Zahn oben, der Achter, der Siemer, weißer Zahn ist noch nicht da, der Siemer, der hat sich auf einmal in einer anderen Farbe gezeigt. Und ich kenne jetzt auch Kinder, die haben, da kommt der Zahn schon raus und die haben keine Schutzschicht. Die haben, da ist nichts da. Und es tut von Anfang weh. Also wenn sich da ein kleines bisschen zeigt, tut es schon weh. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist, na, ich weiß jetzt auch nicht, da guckst du jetzt mal hin. Und Valentin hat es erlebt. Und die Wurzel geht ja nach oben, Vergangenheit. Also Valentin hat, ich hatte da Verdacht auf Trisomie 21. Und für mich war ganz klar, dass ich das Kind bekomme. Und der Vater hat gesagt, stopp. Nein, abgewiesen. Was fühlt sich die Mama? Schutzlos. Was fühlt sich das Kind? Schutzlos. Dann haben wir alles ein bisschen so, also die Beziehung ging dann zwar auseinander, aber wir haben das gut hinbekommen. Der war sogar bei der Geburt dabei. Ja, also bin ja da gut drauf. Und dann kam Valentin auf die Welt und der Vater blieb von heute auf morgen weg für ein Jahr. Kein Kontakt, nichts. Was ist das fürs Kind? Was ist das für die Mutter wieder? Ja, also in einem sehr kleinen Alter. Und dann guckst du noch vielleicht mal im Internet, wann werden welche Zähne gebildet? Wann werden welche Zähne angelegt? Dann weißt du ganz genau, okay, Sima, der Fluss, vielleicht die Niere, die Blase, kannst du auch mal gucken, was das für Themen sind. Dann habe ich das ganz oft mit ihm besprochen, habe Energiearbeit gemacht, habe dann mit der Einbürstelzahnbürste hin, bin dann auch zu meiner Vera, also zu meiner Alternativzahnärztin, die dann das Gleiche gesagt hat, was war da? Da muss ein Vaterthema sein. Es geht ja nach oben, es ist die Vergangenheit, ja? Ja. Und er hat sich nicht beschützt gefühlt. Ja. So, Und und jetzt guckst du da alles hin. unterbewusst, ne? Alles Genau. unterbewusst und keiner guckt hin von normalen Zahnärzten jetzt, Und ne? jetzt guckst du hin, wenn jetzt die Mama sich unbeschützt fühlt oder vielleicht den Schutz übertrieben findet und sagt, weil der Papa nicht da ist, muss ich 100% geben und nicht nur 50, weil ja ein Teil der Eltern fehlen. Dann kommt der ins Spiel. Und dann hast du gegenüberliegend die Zähne. Okay. Ja, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ganz spannend, ne? Also mich Ja. fasziniert das ganz, ganz arg. Also, Und wenn, dass man dann weißt einfach. du, wenn oben und unten die gleichen betroffen sind? Also nicht hier und da, sondern da und da? Es Oder sind da und da? manchmal so aufeinander Themen. Zum Beispiel kann es sein, wenn der Siemer oben und der Siemer unten ist, dass diese zwei Themen einen helfen. Zum Beispiel Trauer und Loslassen oder
Angst und dass das im Zusammenhang steht, weißt Okay, du? ja, also total spannend. Ja, also für mich ist es total spannend, vor allem, weil ich ja den ganzen Körper so betrachte. Und ich bin ja über die Zähne nur so gekommen, dass ich denke, also ich habe nie einfach nur die Zähne angeguckt, sondern immer den ganzen Körper mit seinen Themen und immer von der Psyche in den Körper. Und für mich war es immer wichtig, die Seele ist gesund. Wenn, dann sagt uns die Seele, schau dahin, von der Psyche in den Körper, dass wir was, dass wir eine Hilfestellung bekommen. Ja, Ja. aber die ist nicht krank oder so, sondern es ist immer der Körper, der uns unsere Themen zeigt. Absolut. Ja? Und ich, ja. Und da finde ich jetzt so krass spannend, dass ich bei jedem einzelnen Zahn sich das über deinen ganzen Körper zeigen kann. Also, dass du auf den ganzen Körper sowie in die Mundhöhle schauen kannst. Und weil wir am Anfang uns von unserem Gespräch ja gesagt haben, wie ist es da für dich? Der momentane Stand ist dann auch schon so, dass ich ganz oft denke, das kann doch nicht sein, dass schon noch viele Menschen, also ich empfinde schon noch, das für normal empfinden, dass einfach im Kindesalter, dass das ganz normal ist, dass da die Zähne immer krank sind und schwarz werden und Karies kriegen und dass Ja. man da nicht auf die Symptome achtet, ne? Also nicht auf die Ursache achtet und immer nur die Symptome behandelt. Dass man das einfach so hinnimmt und nicht einfach mal sagt, okay, der Zahn ist ein Organ, jeder einzelne. Er steht vielleicht auch für einen Zahn, er steht für einen Meridian. Ja, also das alles mit einbeziehen und es ist vielleicht auch schon viel, ein bisschen. Aber in erster Linie ist der Zahn ein einzelner Baum, den wir im Mund haben, mit seiner Krone, mit seiner Schutzschicht, mit seiner Aura, mit seinem Feld, mit seiner Wurzel. Na, und das ist bei unseren Kindern so zu betrachten. Ich kriege da immer gleich Gänsehaut, Ja. weil dann macht sich bemerkbar, warum für eine Mama, für einen Papa das so schlimm ist, dieses Gefühl, boah, da ist was an den Zähnen. Oder wenn, ich habe das ja selber auch, ne, wenn die Zähne gerissen werden, wie dramatisch das ist und wie traurig das ist. Ja. Fällt, also mein Sohn, in der Nachbarschaft wurde ein Baum gefällt, der war da 2 Stunden dort und hat geweint. Ja. Tot. Das ist tot. Ja, Ja. also und das ist bei unseren Zähnen auch und das darf sein. Also das darf sein. Nur bleibe nicht in dem stecken, sondern geh weiter. Sei dir bewusst, dass es Möglichkeiten gibt. Du hast es angesprochen. Es ist sehr ungewöhnlich, aber Zähne können nachwachsen. Punkt. Es ist ungewöhnlich und ich glaube, dass für mich sehe ich das auch noch so Brückenzeit. Ich bin noch nicht da angekommen und meine Klienten sind auch noch nicht da angekommen, wo es hingehen wird, hundertprozentig. Aber ich weiß, dass es möglich ist. Gestern hatten wir einen Vortrag, da ging es um Ernährung. Und was sagt er? Licht wird zu Materie. Licht wird zu Materie. Das heißt, wir sind am Anfang Licht, werden zur Materie und gehen wieder ins Licht. Energie verpufft nicht, die ist immer da. Weswegen soll dann kein dritter Zahn nachwachsen? Ja. Geht mir manchmal nicht aus dem Sinn. Ich habe jetzt sogar jemanden, da ist schon die halbe Schilddrüse wieder da. Ja, genau. Das sind auch so Sachen, ne? Wenn, also auch Organe wachsen ja nach. Ich meine, die Leber ist ja dafür bekannt, ne? Dass sie auch sich wieder sehr gut regenerieren kann. Aber wir müssen halt auch einfach nur gucken, nicht was müssen wir tun, damit es nachwächst, sondern was müssen wir auch lassen, damit es nachwächst. Und da sind ja Genau. unsere Glaubenssätze ganz groß. Also fast das Schlimmste und dann vielleicht auch unsere Lebensgewohnheiten, ne? Genau. Und wenn mich dann immer oft jemand fragt, ja, wenn da jetzt eine Blombe draufkommt auf Karies, kann das auch wieder nachwachsen? Ja, schon. Wir können im Internet ganz normal nachlesen. Da müssen wir nicht jetzt irgendwelche, dass gewisse Muskeln in unserer Mundhöhle dazu da sind, dass die eine Zahnbildung aktivieren. Wenn zum Beispiel das Zahnfleisch hochgerutscht ist, muss man da nicht immer was drauf machen, sondern das dauert ein bisschen.
dann wird da was neu gebildet. Also der Körper merkt es genau, da wird was neu gebildet, sodass es nicht mehr wehtut, wenn du mal Wasser, kaltes Wasser trinkst oder so, ne? Also es macht der Körper schon selber, wenn wir ihm Raum dafür geben. Das heißt, oft haben wir auch nicht den Raum. Ich merke das bei Klienten, die sagen dann, oh, jetzt löst sich die Blombe. Das heißt, sobald der Zahn nachrückt, also dass da was nachwächst, dann löst sich die Blombe, dann hast du das nächste Problem. Dann löst sich die Blombe. Und du musst dranbleiben. Also da habe ich das Empfinden immer noch, da darf sich noch viel mehr tun. Also ein Kollege von mir, der sagt immer, das muss schneller gehen und das triggert mich richtig positiv an. Ja, das muss schneller gehen, Aria, du Ja, musst da das stimmt, das dranbleiben, muss tatsächlich, ja. ne? Aber ich meine, wir sind halt mit allem in der Entwicklung und die Zähne sind ja auch unsere Anzeiger, ne? Die sind wirklich Lehrmeister und Anzeiger. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Leute, die perfekte Zähne haben, keine Lernthemen hätten. Die agieren es dann halt anders aus, aber es ist ja schon gesellschaftlich jetzt echt zu beobachten, dass Kinder da jetzt noch nicht mit diesen ganzen Angeboten, wie wir sie jetzt eben auch vorfinden, zufrieden zu sein scheinen, sondern dass da was auch für alle gezeigt wird im Ja. Durchschnitt, ne? Es sind ja nicht nur Ich glaube, drei es Kinder, ist die das einfach betrifft. auch wichtig, dass wir unsere Welt anschauen. Meine Mama, die hat früher alles aus dem Feld und irgendwie gemacht und Geld war nicht da. Und dann kam sie ein bisschen mehr in die finanzielle Blüte und dann kamen die Päckchen ins Haus. Ja? Also jetzt, ah, jetzt, ach, wie toll, jetzt geht es uns besser und jetzt können wir Maggi kaufen und ich weiß nicht was, ne? Und so. Und muss man alles ausprobieren und so. Und als ich Kinder bekam, habe ich sie oft gefragt, wie sie das früher gemacht hat. Die konnte das alles noch. Also alles selbst herstellen und so. Aber es war halt bequem und die Zeit hat sich verändert. Das heißt, es ist schon eine Veränderung ersichtlich in der gesamten Außenwelt und unsere Kinder zeigen diese Themen auf und unsere Kinder zeigen gleichzeitig auf, es reicht. Jetzt nicht mehr so. An ganz verschiedenen Stellen, ne? Da schließt sich der Kreis wieder, oder? Weil es ist halt, also das finde ich, können wir ja noch mit auf den Weg geben, jede Bequemlichkeit. Und am Ende ist ja schnell ein Loch zufüllen auch eine Art Bequemlichkeit. Ich will mein Leben wieder so weiterleben. Ich will die Ernährung nicht ändern. Ich will keine Angst mehr fühlen. Ja, ich will, dass das erledigt ist. Jede Bequemlichkeit birgt auch immer ein bisschen eine Gefahr. Ne? Jeder Luxus birgt Ja, eine Gefahr. es ist schon so, dass ich, also eine Bequemlichkeit zeigt zum einen für mich auch, ich habe jetzt keine Lust, den schwereren Weg zu gehen. Genau, ja. Weil dieser Weg ist ja erst am Ziel dann angenehm, ne? Also meistens ist es schon so, dass der Heilungsschmerz manchmal noch am Anfang krasser ist wie die Tatsache jetzt, ne? Denn wenn ich jetzt Karies habe und merke, oh, ich habe da jetzt ein Thema mit meinem, so wie ich mit Valentin erklärt habe, ja, das erkenne ich, das hat mit meinem Sohn jetzt was gemacht. Der Papa, der war da ein Jahr weg und na, ne, und das sind auch Schmerzen als Mama, da muss ich erstmal durchgehen und erstmal in die Heilung durchgehen und den Heilungsweg. Und heute zum Beispiel ist der Papa von Valentin da, ist alles gut, aber das heißt, es muss in Heilung gehen, sonst wäre es ja jetzt nicht alles gut. Weißt du? Also, so meine ich das. Ja. Der Heilungsweg ist nicht unbedingt immer der leichteste Weg. Ja. Im Moment, fürs Hier und Jetzt. Genau, weil wir haben auch gar nicht gelernt, diesen Weg der Heilung beständig zu gehen. Weil Ihm wir haben Raum zu gelernt, geben. alles runterzudrücken, ne, und dafür unsere Energie aufgewendet. Aber wenn wir das so zur Gewohnheit machen, okay, jetzt ging es mir scheiße, ja, jetzt, das war nicht schön, der Arztbesuch war nicht schön, das Gespräch war nicht Genau. schön, das war respektlos und ich will es nicht fühlen. Aber wenn wir sagen, hey, ich will es jetzt fühlen, dann ist schon wieder was abgetragen, ne, Genau. von oben, vom großen Berg. Und das, Genau. und wenn wir diese Gewohnheit haben, dann kann der auch schneller werden, genau, ja. Genau. Und Ja. das, also, ich glaube, ich empfinde das so. Für mich ist es eine Weisheit. Unsere Kinder sind es wert, anders hinzuschauen, uns selbst anzuschauen, uns zu verändern für unsere Kinder. Und wir hatten ja ganz viel Kontakt auch, wo du mich so unterstützt hast, wenn es um die Schule ging. Ich bin da keinen leichten Weg gegangen und viele Tränen. Und ich sage nicht, dass ich
Ich bin ganz krass als Mama gewachsen. Ja, Ganz genau. krass als Mama gewachsen. Und ich habe meinem Kind mitgegeben, wenn die Situation jetzt schlimm ist, sie muss nicht schlimm bleiben, wenn du auf dich schaust Genau. und alles bedingungslos hinnimmst. Und eine Füllung zu machen oder dann alles reißen zu lassen. Viele lassen ja auch bei so Biozahnärzten alles reißen. Oh ja, ganz vorsichtig bitte damit sein. Ach, Ihr habt du bist nur Milchzahn, den können wir jetzt einfach mal reißen. Ne? ah, nee, Ne? sie Also das dürfen ist doch nicht das schlimm. reinspüren, Ne? ne? Das reinspüren. Ne? Und auch nicht jeder, wo draufsteht, ich behandle Angstpatienten, ist ein einfühlsamer Zahnarzt. Ne? Viele schreiben das auch nur als Abhakepunkt mit auf ihrer Homepage drauf. Wirklich spürt rein. Und es kann auch ein Zahnarzt super mit Angstpatienten umgehen, wo es nicht draufsteht. Also, ne, es ist auch viel Marketing mit dabei und wir dürfen dahinter gucken, denn für mich ist es so, dass die Milchzähne auch ein bisschen als Markt eröffnet worden sind, ja. Und dass wir wirklich jetzt als bewusste Eltern wieder die Balance finden müssen zwischen, ich stecke meinen Kopf in den Sand und gucke gar nicht hin und, ne, und zwischen, ich mache alles mit, was mir von außen gesagt wird, denn ich bin ja nicht der Experte, doch. Weil ihr seid für eure Genau. Kinder die Experten und da kann keiner wirklich die Entscheidungen euch abnehmen, weil ihr müsst sowieso mit den Konsequenzen dann leben. Das ist. Genau. Genau. Und es kann ja auch sein, dass es für ein Kind total okay ist, wenn es jetzt nicht super hochsensibel ist, kann für ein Kind eine Füllung total okay sein und die kann auch nur deswegen nötig geworden sein, weil das Kind zu viel Zucker gegessen hat. Aber wir müssen auch da natürlich hingucken. Dann ist das Problem gelöst, aber wo geht es im Körper weiter? Denn Zucker ist ja für den ganzen Körper nicht so gut. Und dass man Genau. wirklich im Hinterkopf behält, immer wenn irgendein Eingriff nötig war und auch wenn er vollführt worden ist, wo ist das Problem jetzt gelandet? Ist das jetzt aufgelöst oder ist es weiter und geht tiefer? Genau. Na, und da halt immer Genau. gucken. Na. Und das, es ist schon klar, dass es ein bisschen viel der Fächer sind, wo ich hinschauen darf. Da ist das Mediale, da ist das Psychische, da ist das Lebensthema, da ist das Problem an sich selber, dass da was da ist. Wenn ich da jetzt ein bisschen versuche, in die Akzeptanz zu gehen, dass ich sage, okay, ich habe auch 10 Finger und nicht nur eine, das hilft mir ja, ne? Ich habe 10 Zehen, ne? Ich habe mehrere 10 Zähne, das heißt, die Aufmerksamkeit auf den ganzen Körper legen, das hilft schon ungemein, dass Ja. ich sage, okay, es ist einfach so, unser ganzes Leben ist vielfältig. Wir haben nicht nur einen Partner, wir haben nicht nur Kinder, wir haben nicht nur Freunde. Also das Ja. spiegelt sich ja im ganzen Leben wieder, dass man einfach nicht nur die Karies anschaut oder nicht nur das Loch oder, ne? Und das finde ich schon, ja, am Anfang viel. Das sage ich auch immer, weil wir haben jetzt auch viele Themen, Geschreibt, reingeholt. ja, angerissen. Sitzen manche da und sagen, und es ging mir früher ist auch manchmal so, wenn ich gemerkt habe, boah, jetzt bin ich im Thema und das soll ich machen, das ist super viel. Dann nimm dir doch einfach mal ein bisschen Zeit und Raum und sag, was ist jetzt das Wichtigste? Das mal jetzt und dann kommt das nächste und gib dir wirklich den Raum, dir und deinem Kind, um diesen Heilungsprozess zu gehen. Genau. Wichtig ist das Dranbleiben. Ja. Also wichtig ist es dranbleiben und wenn es dann zum Schluss nicht anders geht, dann auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich sage, ich muss jetzt den Schritt gehen. Da haben wir ja auch viele, die sich ganz schwer tun, dann zu sagen, jetzt muss ich irgendwie was drauf machen lassen. Ich kriege es jetzt nicht so schnell gebacken, wie das Kind jetzt Schmerzen hat, ne? Dann ist es ja Gott sei Dank da. Ja, genau, und so sollte es halt auch sein, ne? Dann Für den ist es ja Fall, Gott sei ich habe Dank alles angeguckt, ich habe alles probiert und jetzt nehmen wir diese Lösung, die uns in dem Moment zur Verfügung steht. da. Ne? Und dann kann ich ja auch gezielt weitermachen. Dann kann ich sagen, okay, ich sage dann immer dazu, pass gut auf, wenn du, und das soll nicht leichtsinnig hergenommen sein. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Darum sagen wir das jetzt auch zum Schluss ganz gut, finde ich sehr gut. Denn man kann, wenn ich eine Impfung so neutralisieren kann, energetisch, dass sie in der Bioresonanz nicht mehr auffindbar ist, dann kann ich ja den Stoff, der da reinkommt, auch neutralisieren. Ganz klar. Wenn das geht, dann geht's. So. Aber das soll nicht heißen, dass man dann sagt, ach,
lasse ich halt ein Ding drauf machen, irgendwas reinmachen, ne? Kann man ja neutralisieren. Das Das ist ist, soll ja ja nicht nicht die der Weg sein. Aufgabe. Das ist nicht der Weg. Das ist nicht Genau. der Heilungsweg und das ist nicht die Genau. Lösung, auch nicht für alle. Weil wir sind ja immer wir selbst und wir haben aber auch mit unseren Entscheidungen eine Auswirkung auf das große und ganze Genau. Feld. Ja. Und jetzt sagt das, also das darf man sich mal einfach so hineinspüren, das sagt jetzt eine Energetikerin, die damit Geld verdient. Das heißt, ich könnte jetzt auch sagen, ja, lasst alles, ne? Macht die Blocken ran, dann kommt er zu mir. Ja. Ja, Ne? Also ja. ich sage das als Energetikerin, dass ich sage, so etwas ist die Notbremse, also so etwas ist das Letzte, was ich dann tue. Genau. Ja. Ne? Ja. Also wenn es halt nicht mehr anders geht, dann kein schlechtes Gewissen haben. Es gibt Möglichkeiten, man kann dem Kind auch Unterstützung geben, vorher schon. Ja, also dass man vorher schon sagt, wie gehe ich damit um, dass jetzt das nicht so in ein Trauma geht. Also dann wirklich auch achtsam damit umgehen und nicht sagen, oh Gott, jetzt mache ich es gar nicht und lass das Kind ein Jahr mit Schmerzen rumlaufen. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Wenn es sein soll, dann einfach achtsam damit umgehen. Ja, Genau. auf Und jeden Fall. dann gibt es auch Möglichkeiten, aber das sollten die letzten sein. Ja, also nicht so nach dem Motto, ja, ich kann ja alles wieder gut machen und jetzt lebe ich halt, als gäbe es keinen Morgen. Ja, also schon bodenständige Entscheidungen immer treffen. Ja. Und vor allem auch sehen, also mir ist es auch schon mal passiert, dass ich halt Stoffe im Mund dann gewandelt habe, dass dem Körper das nicht mehr schadet. Die Bioresonanz hat dann auch gezeigt, der Stoff ist weg aus dem Körper. Nur dann sich Ist die Füllung wieder rausgefallen, ne? Ja. wieder gelöst. Also immer drauf hingucken, dass man sagt, und ich kenne ganz viele Menschen, bei denen hält es von Haus auf nicht. Das ist Ja, irre, ne? weil das Problem gar nicht gelöst ist, ne? Weil der Zahn will was anderes, ne? Die kommen dann und sagen, du bist meine letzte Rettung, ich kann nicht zum Zahnarzt gehen, der hat schon ganz oft was drauf gemacht und ganz verschiedene Zahnärzte und das fällt immer wieder weg. Dann will Also gibt es irgendwas auch. noch gesehen werden, ne? Auf jeden Fall. Genau. Ja, also ich muss sagen, das war jetzt wirklich eine richtige Reise, ne? Durch die Ja. Zahngesundheit, durch die Heilungswege bei Karies. Vor allem, wir hatten jetzt die Kreidezähne nicht so sehr angesprochen, aber super schön und super wertvoll, finde ich. Und vielen Dank, wer bis hierher zugeschaut hat. Es ist ja jetzt ein richtig langes Ja. Video geworden. Aber es ist ja auch ein wichtiges Thema, zu dem, wie man merkt, es auch so viel zu sagen gibt. Und Genau. deswegen werden wir da bestimmt auch weitermachen. Ja, schreibt Ja. gerne in die Kommentare, was euch konkret noch interessiert. Und also vielen Dank für deine ganz Danke dir. tollen Hinweise. Und das war ja wirklich wahnsinnig. Da habe ich auch wieder so viel mitgenommen aus diesem Gespräch. Vielen Dank. Ich danke Ja. dir. Ja, und wie gesagt, wir machen das weiter. Wir Genau. verabschieden uns an dieser Stelle erstmal von euch und schreibt bitte auch alles an euren Erfahrungen in die Kommentare, weil auch die Kommentare sind da wertvoll, um Genau. neue Impulse zu bekommen, um sich auszutauschen. So geht's mir, so, ne? Das fällt mir schwer, das kann ich nicht akzeptieren, das verstehe ich nicht, weil dann kommen wir zusammen weiter und das ist so Genau. schön. Ja. Diese Themen sind ja so breit gefächert. Manchmal weiß man gar nicht, was soll man jetzt mit hier bringen, was interessiert die Leute, wo müssen die Türen aufgehen? Ja. Und ne, durch eure Fragen wissen wir, wo dürfen wir die Tür aufmachen? Ja, Ne? genau. Genau. Ja. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Also vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben, und wir verabschieden uns mal bis zum nächsten Video auf Arias und auf meinem Kanal. Ciao.